Guten Morgen. Ich bin hier Rainer Winkler. Ja, hier ist der Rainer Winkler. Und wer sind Sie? Ich bin Oskar Nowak aus der Europäischen Handelszentrale. Wie geht's Ihnen, Herr Winkler? Oh, mir geht's gut. Ziemlich mettlich heute Morgen. Sehr und gut. Selber? Können Sie lauter sprechen, Herr Winkler? Ich kann nicht gut hören. Ja, musst du dir mal ein ordentliches Headset kaufen. Aber ich weiß, mit den Handelssanktionen ist das in Russland nicht so einfach. Das tut mir auch leid für die Zivilbevölkerung, ne? Herr Winkler, ich habe eine. Wir haben in Ihrem Portfolio bekommen, dass Sie auf den Finanzbörse Geld investiert haben und Sie können das Geld nicht mehr zugreifen. Das ist korrekt, ja? Warum denn? Ja, genau. So, Sie Wie brauchen genau? jetzt neue Auszahlungskonto zu öffnen, Herr Winkler, und danach Ach, natürlich komm. Sie können Ihre Summe zurückbekommen, ja? Rufen Sie aus Russland an? Nein. Ich rufe aus Österreich. Ja, natürlich. Können Sie nicht mal das Land aussprechen? Ja, ich spreche nicht gut Deutsch, aber ich rufe aus Österreich. Das glaube ich nicht. So, Herr Winkler, haben Sie investiert auf dem Finanzmarkt oder nicht? Das geht Sie gar nichts an. Sagen Sie mir bitte. Aber warum haben Sie im aktives Guthaben? Warum rufen Sie mich denn an? Sie haben doch gar nichts damit zu tun, was ich mache in meinem Leben, oder? Weil Sie haben Bitcoin unter Ihrem Namen, Herr Winkler. Wissen Sie doch gar nicht, ob ich das habe. Ja, ich weiß, dass Sie haben investiert auf dem Finanzmarkt. Sie haben mit 250 Euro ein neues Empfängerskonto geöffnet. Mit 250 Rubel? Euro, Herr Winkler. Nee, Rubel und Rupie. Indische Rupie habe ich investiert. Rupie, ich weiß nicht. Ich sehe, dass Sie haben Bitcoin Indian unter Ihrem Namen und Sie haben, ich weiß nicht, in welche Fiat Currency haben Sie investiert, aber ich sehe, dass Sie haben 250 Euro war gesamte Summe, mit was Sie haben. Ja, wenn Sie das alles wissen, warum rufen Sie mich denn überhaupt an? Ja, warum? Sie haben nur Investitionen getätigt auf dem Finanzmarkt, nur Einzahlungen, aber keine Auszahlung. Das kann Ihnen doch egal sein. Mit Ihrem Broker, aber was für eine Erfahrung haben Sie mit Ihrem Broker, haben Sie gehandelt? Ja? Meerschweinchen waren das. 7 Stück. Mit wem haben Sie gehandelt? Thomas Müller. Mit wem Müller. Haben Sie gehandelt? Alleine oder? Mit Mohammed Schmidt und Adolf Haus habe ich gehandelt. Kennen Sie den? Mit Mohammed Schmidt und Adolf Haus, ja? Ja, Adolf Haus. Und wie viel haben Sie gesamte Summe investiert? Das wissen Sie doch. Bitte. Das wissen Sie doch, haben Sie gesagt. Na, jetzt ich habe keinen Zugriff auf Ihre Bitcoin. Wie viel haben Sie? Aber wenn Sie überprüfen Ihre Identität, dass Sie sind Herr Rainer Winkler, natürlich, Sie bekommen Ihre Summe zurück auf Ihre MT5 Finance, auf Ihre Auszahlungskonto und danach vom MT5 Finance auf Ihre Bankkonto. Oder was in aller Welt reden Sie da für einen Schwachsinn? Habibite, was ist das? Haben Sie gerade Habibi zu mir gesagt? Nein, was ist Habibi? Ich habe nicht gesagt Habibi. Sie haben Habibi gesagt. Nee, Sie haben das gesagt. Wir sind doch hier nicht in Damaskus. Nein, ich hab nicht Habibi gesagt. Wow, meine Güte. Was ist bei dir falsch Winkler, gelaufen? Brauchen Sie Ihre Summe? Ja. Brauchen Sie Ihre Summe zurückzubekommen oder nicht? Sagen Sie mir. Ich glaube zwar nicht, dass du in der Lage dazu bist, irgendwas zu tun, aber gib mal natürlich, her. Natürlich brauchen Sie, ja. Natürlich, ja. Meine Güte. Ja, da war ich. Ja, so, Herr Winkler, jetzt, wenn Sie haben Computer oder Handy, ich kann geben Ihnen Instruktionen, wie können Sie Ihre Identität für Blockchain überprüfen. Ja. Und Sie müssen alles selber machen, ja. Sie bekommen Ihre Summe selber auf Ihre MT5 Finance zuerst und danach von Ihrer MT5 Finance auf Ihre Bankkonto. Kannst du mal langsam und vernünftiges Deutsch sprechen? Ich verstehe kein Wort von deinem Bullshit, den du da erzählst. Es ist Ihre Problem. Nee, das ist dein Problem. Nimm mal deinen Chef, du Trottel. Ja, es ist Ihre Problem. Sie brauchen Dein meine ja, Zeit, Manager, ja. Pazaruster. Es ist Ihre Summe, Spassi, ja. Nein, es geht nicht.
Es geht nicht. Sie brauchen meine Hilfe. Ich kann helfen. Ja, guck, du verstehst mich doch. Kavari Paruski, Sie können nur befolgen meine Instruktionen. Teufel, ja, werde ich tun. Wenn es geht, Sie können befolgen, oder? Also Sie können. Den Teufel werde ich tun. Ja. Du kannst gehen, du hast doch mich angerufen. Bitte. Knallidiot, du Dummer. Ja, gehen Sie noch auf Ihre Bett und... Du bist ein dummer Mensch. Hast du das verstanden? Und es ist kein Problem für Ihnen, dass Sie haben nur Einzahlungen getätigt auf dem Finanzmarkt und keine Auszahlung. Das ist, warum Sie bekommen meinen Anruf. Wir müssen überprüfen und sicherzustellen, unter Ihrem Namen ist alles ordnungsgemäß oder nicht. Aber wenn Sie nur Investitionen mit Ihrem Broker haben getätigt und keine Auszahlung, es ist natürlich ein Problem. Ja? Dann gib mir das Geld doch. Sie bestätigen Ihre Identität, dass Sie haben alle Transaktionen unter Ihrem Namen getätigt. Ja, klar. Natürlich, Sie bekommen Ihre Summe zurück. Ja, es ist Finanzmarkt, es ist zu viel Vorschriften auf Finanzmarkt, so wir müssen befolgen unsere Vorschriften und Sie können bekommen Ihre Summen zurück. Wann es geht, Sie können sagen Sie mir das. Welche Beweis haben Sie, Computer oder Handy? Beweis? Ja, können. Den Beweis müssen Sie erstmal erbringen. Beweis, ich meine Computer oder Handy, welche haben Sie? Sir, do you speak English? Nein. Doch, Sie benutzen dauernd englische Worte und verstehen das auch, wenn ich Russisch mit Ihnen spreche, aber Ihr Deutsch ist auch völlig verneint. Nein, Sie müssen verstehen, meine Deutsch, es ist Ihr Problem. Vollidiot, ich spreche kein Englisch mit Ihnen. Warum nicht? Dann kriegst du auch kein Geld von mir. Haben Sie Computer dabei oder Handy haben Sie dabei? Yes, I do. Für Ihnen. Und wollen Sie befolgen meine Vorschriften und Instruktionen, do anything Sie können you Ihre Summe zurück auszahlen, Herr Winkler. You are a criminal. Wie viel haben Sie, Herr Winkler, investiert mit Ihrem Broker? 17 Zentimeter, wenn er hart ist. Und zweite, ich weiß nicht, welche. Du weißt überhaupt nichts. Das ist das Problem bei dir. Hallo. Nochmal bitte. Mohammed Schmidt und Adolf Haus. Und das war bei der Kai-Uwe Meyer Investment. Ja, das ist egal für mich. Das ist nicht egal. Haben Sie investiert? Was ist, du hast mich was doch ist gefragt. Name für diese Broker? Es ist Ihr Problem, Herr Winkler. Sie haben mit Broker investiert und keine Auszahlung gemacht. Ja, Sie brauchen Auszahlungsplattform zu öffnen, wenn Sie Auszahlung möchten. So, jetzt Sie bekommen einen Anruf von Blockchains Auszahlungsabteilung, MT5 Finance. Sie können überprüfen alles auf unserer Website, ja, auf unserer offiziellen Website. Wie ist denn deine Webseite? Und bist du nicht von Binance? Erzähl mir doch nichts. Für wie dumm haltet ihr denn Binance, die Leute? Binance? Nein. Herr Winkler, lassen Sie mich erklären. Binance ist eine Krypto-Tasche, ja, Krypto-Börse. Sie Katze? Können investieren auf dem, aus dem Finanzmarkt mit Binance. Sie können handeln auf dem Binance. Sie können haben nur viele verschiedene Kryptoen auf dem Binance, aber Sie können Binance nicht als Auszahlungsplattform benutzen. Ja? Wie ist deine Webseite super belehrt? Hallo? Ja. Gib mir doch mal deine Internetadresse. Vielleicht, Sie denken das. Ja, ich denke ganz viel. Im Gegensatz zu dir bin ich dazu in der Lage. Ja, gib mir deine Internetadresse. Daiminia Internetadresse Pasaluster. So, Französisch kann ich es leider nicht. Idiotisch spreche ich auch nicht. Okay, Herr Winkler. Aber zuerst geben mir Ihre Anydesk-Adresse. Nein, es geht Sie überhaupt nichts an. Anydesk, haben Sie in Ihrem Computer Anydesk-Applikation, ja? Nein. Haben Sie oder nicht? Nein, habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Mit welcher Applikation haben Sie gehandelt? Bist du so doof auf die Welt gekommen oder hast du dir das verdienen müssen? Wie ist das abgelaufen? Erzähl mal ein bisschen. Ja, klar. Mit Ihrem Broker haben Sie mit Anydesk gehandelt, ja? Postbank. Haben Sie mit Anydesk Investition getätigt, gehandelt? Postbank. Ich meine nicht Postbank. Nein. Ich meine kein Bank. Postbank haben Sie. Welche andere Banken haben Sie? Sparkasse, Kai-Uwe Meyer Bank. Wie viele Banken haben Sie? Sehr gut. Sie können auch, es hängt an Ihnen auch, welche Bank möchten Sie Ihre Summe zu bekommen. Na klar. Aber Sie müssen über Ihre IBAN-Nummer und über Ihre Bank mit unserer Finanzabteilung. Sind Sie denn schon 18? Sind Sie denn volljährig? Bekommen.
Ja, klar. Mit mir, Sie müssen Ihre Identität überprüfen. Nö, Sie müssen jetzt erstmal Ihre Identität überprüfen. Sind Sie denn schon volljährig? Nein, 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 ich nein. brauche nicht das sind zu machen. Sind Sie noch ein Kind? Sie brauchen Ihre Identität zu überprüfen. Können Sie mir einmal Ihr Fahrzeugkennzeichen vortragen? Nein, nein, nein. Wo haben Sie Anydesk-Applikation? Sagen Sie mir bitte, sagen Sie Im mir Locus. Danach Ihre Anydesk-Adresse und lassen Sie mich Ihre Identität überprüfen und danach Sie bekommen Ihre Summe zurück auf Ihre MT5 Finance zuerst und vom MT5 Finance auf Ihre Bankkonto, auf Ihre Sparkasse oder andere Bankkonto. Das hängt an Ihnen, es ist egal. Für mich. Hör doch mal auf zu reden, das wird langweilig. Schick mir mal ein Bild von deinem Ausweis. Drugi. Nein, ich habe das gesagt, ja. Das interessiert Nein, mich nicht. Ich brauche das nicht zu machen. Sie brauchen ich auch nicht. Zu überprüfen, dass Sie sind Rainer Winkler. Und du musst überprüfen, dass Sie nicht irgendwie... Summe zu auszahlen. Putin, sei leise. Fall da doch nicht drauf rein. Was ist Putin? Putin ist scheiße, ja. Ja, du bist Wladimir, Wladimirovich Putin. Sie haben recht. Sie haben recht, ja, Winkler. Putin ist scheiße, Ich bin nicht Putin. Ja, warum arbeitest du dann für ihn? Ich rufe nicht aus Russland, hier Winkler. Warum denken Sie, dass ich rufe aus Russland? Nee, du hast eine falsche Telefonnummer, Österreich. Falsche Nummer, falscher Name. Du lügst mich doch an hier. Mit welcher Nummer? Ich kann rufe aus meiner Nummer. Brauchen Sie das? Ich kann rufe aus meiner österreichischen Nummer. Ja, mach mal. Sie das zu machen? Schaffst du eh nicht. Du rufst mit einer Handynummer an. Ich meine, was ist das? Machen. Ich kann das machen. Du kannst überhaupt nichts machen. Das ist ja das Ding, du kannst nichts. Klar. Du weißt, bist nichts, du kannst nichts, du wirst nie was sein. Haben Sie Computer? Nein. Letzte Frage. Haben Sie Computer oder Handy? Na klar. Mit welchem Device können Sie Ihre Identität überprüfen? Again, you start speaking Antworten English. Sie mir with bitte me. Oder ich beende unseren Anruf. Als ob ich mir damit drohen lasse, ja. Nein, 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 antworten Sie mir bitte. Ja, habe ich doch gesagt. Computer! Gemütlicher. Okay, ja. Öffnen Sie Ihre Anydesk-Applikation Was und zeigen Sie mir Ihre Anydesk-Adresse. Nee. Volltrottel, du Dummer. Sie sind ein dummer Mensch. Verstehst du immer noch nicht, ne? Ich warte Ihnen. Ich kann mit meiner österreichischen Nummer anrufen, wann das ist Problem für Ihnen. Es ist kein Problem für mich. Wenn Sie brauchen, ich kann das machen, ja. Aber Sie ist brauchen so? Ihre Identität mit Anydesk-Applikation überprüfen. So sagen Sie mir Ihre Anydesk-Adresse immer noch nicht, was du von und mir wir willst. Können danach weitermachen. Bagger! Sollen wir jetzt wirklich dazu übergehen, dass ich Hühnergeräusche mache? Willst du das wirklich? Anydesk. Ja, genau. Bagger! Rote Applikation. Bagger! 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 So, was machen Sie? Sagen Sie mir oder... Hühnergeräusche. Was Kannst machen Sie? Können Sie zur Verifikation einmal ein Hühnergeräusch machen? Haben Sie Ihre Computer geöffnet, Herr Winkler? Geöffnet? Soll ich den aufschrauben? For verification purposes, please make a chicken sound now. Or you may choose to moo like the cow instead. You have 10 seconds. Das ist eine automatische Bandansage der Taubenbesamungsstation Bad Bramstedt. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Gegacker. Hallo? Anydesk? Genau. Ja, geben Sie mir mal bitte Ihre Anydesk-Adresse. Ich werde dann Ihren Computer überprüfen. Nein, geben Sie mir bitte Ihre Anydesk-Adresse. Nein, ich habe zuerst gefragt. Zuerst, ich habe das gefragt, ja. Ja, dann kannst du auch zuerst wieder gehen, ich bin jetzt dran. Drei Sekunden gebe ich Ihnen jetzt und wenn Sie geben mir keine Anydesk-Adresse, ich beende unseren Euro, es ist kein Problem für ich mich. Ich habe es nicht jetzt verstanden. Ist egal für mich, Sie bekommen Ihre Summe zurück oder nicht. Ja, kann ich, ja, gib mir mal deinen Chef, ich du kriminelle Schwein, du hässliches. Ich habe das, die Sie Manager, haben Investitionen mit Manager, Sport, mit Mohammed. Mohammed Schmidt. Sie haben so dumme Personen, dass mit Mohammed Sie haben so viele Investitionen getätigt auf dem Finanzmarkt. Ja. Sie sind dumme Personen, ja. Sie können lachen jetzt.
Ja, in die Nahrungszuckerbinde. Ja, Sie können lachen jetzt. Ja. Da? Tschüss. Da? Ach, da war's für ein Idiot. Eine Viertelstunde hat er es jetzt probiert. Wie kann man so verzweifelt sein? Also siehst du auch mal, die verstehen überhaupt kein Wort. Oder wollen es nicht.